Scheiße. Ja, so lange zu verbinden. Jo. Aber ich würde sagen, nicht. KB Red White, was Also, ist das denn ist jetzt das? schon ein. KB Red White, Anzüge. ja, Spanisch. Ist Barcelona. KB Red. Scheiße, was ist denn das? Ich hatte schon Lust zu wissen, was das ist. Ist er jetzt nur in der Spanischen hier unterwegs oder was? Okay, jetzt habe ich raus. Es kommt nur nächste. Ah, Rubin Kazan. Was war das? Stehe. Und du weißt, was du natürlich, ich habe keine vier Sterne. Glaub nicht. Ja, scheiß drauf. Ich habe nicht auf Sekunden geachtet. Dann einigen wir uns später auf eine Liga und laufen da umher. Spanische Liga, Englische Liga, Bundesliga, da gibt's ja Es ist einfach, liebe viel Zuschauer, gleich ein starke Mannschaften. Träumchen, bei so einem Spiel Ach mit ja, dabei stimmt. zu sein. Ich habe so große Erwartungen an dieses Fußballspiel, weil beide Teams, das haben sie jedenfalls gesagt, auf den Pressekonferenzen voll auf Sieg spielen wollen. Rasen Hello. ist in einem idealen Zustand, ausverkauftes Haus und vom Wetter her, das ist ja auch mal ganz wichtig, sehr, sehr angenehme Temperaturen, wolkenloser Himmel, soll auch so bleiben. Na dann mal ab die wilde Fahrt. Es ist ein so tolles Stadion mit so viel Flair, der perfekte Rahmen für jeden Fußballer. Für alle, die erst später dazugestoßen Nein. sind, der Ball, Ist der jetzt ein rollt. Rematch? Alles klar. Krasses Rematch halt. Achso, nee. Ah. Ja. Wie lange braucht ihr noch? Gerade gestartet. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, Wette zu starten. Zwischen sonst 10 Minuten. Steve Davis. Ich komme mal zurück dann. Ich habe mir heute schon eingewichst. Zwei sogar. Ja, okay. Ich dachte schon mal, Pubis, ich komme dann gleich zurück. Ah, Scheiße. Ah, ich könnte mein 3 GB Update für Pubis machen in der Zeit, ne? Ja, nice. Das war ein vorsichtig formuliert optimistischer Versuch, um aus dieser Distanz zu treffen. Oh, wieder ein Schussfehler. Das hätte ganz leicht ins Auge gehen können. Wenn der Gegner in Überzahl ist, so wie in dieser Situation, dann muss die Aktion sitzen. Eine zweite Chance gibt es nicht mehr. Alles, aber wirklich alles richtig gemacht. Und seiner Mannschaft hiermit das Gegentor erspart. Gomez 0:0 bis hierhin. Sie haben nichts verpasst. Bleiben Sie Das ist gut. dabei. Nicht zum Kühlschrank gehen. Uff. Schießt ihn aufs Tor. Er Na! versucht's nochmal. Oh!
Ja, die Flanken sind so, ja. Sind schön aus, aber nicht sehr effektiv. Ich wusste nicht mal, wo der Ball ist. Einfach nur drücken. Sucht die Lücke. Jetzt der Anschluss. Ich brauch nur mal sicher gehen. Ein bisschen, liegt ja mit Mannschaften. Ab auf die Flanke. Ist das ein langer Ball? Steve Davis. Nein. Versucht den Pass da durch die Gasse und er macht sich den Weg frei. Schon wieder so ein scheiß Fehler. Mitgerackert nach hinten, hat den Ball erobert, aber am Ende hat er zu wenig draus gemacht. Nordrhein ist direkt wieder im Ballbesitz. Oh. Josip Iličić mit dem unwiderstehlichen Zug zum Tor. Und das ist die Möglichkeit. Steve Davis. Weiterhin 0-0. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer, aber so ein Tölken wäre schon ganz schick. Spielt ihn lang. Oh. Zu viel Effe. Hoch bei mir. Das nervt. Und dazwischen gegangen. Und auch das war nötig. Rüber nach rechts. Steve Davis. Steve Davis. Scheiße. Schon beendet. Schade, dass sie jetzt in die Kabine müssen. Die haben einen richtig guten Lauf in den letzten Minuten. Boah, 51-49. Atalanta Bergamo geht ohne Tor in die Kabine. Das Gute daran, auch der Gegner 0-0. Das findest du nie. Geduldig weitermachen, müssen an sich glauben. Und wenn sie dann irgendwann feststellen, nach
müssen bestimmt wieder eine eigene, einen eigenen Server finden, um den Sound einzustellen. Oh. Und über die Seite. Steve Davis. Da ist die ab in Richtung Tor. Gute Aktion des Torwarts. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Die Ecken sind scheiße. Scheiße. Er hat ihn einfach stehen lassen. Steve Davis. Sucht die Lücke. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Ist interessant, die stehen weit weg vom Gegenspieler und ich glaube, sie tun das mit Absicht. Er ist in den Griff und er schießt. Ja, schön gehalten. Klasse, ganz stark. Der Bank läuft doch nicht weg. Ich weiß, dass er nur ungern den Kürzeren zieht, aber hier muss er sich eingestehen. Nicht du. So eben gerade noch dazwischen gefunden. Jetzt ist was möglich. Steve Davis will ihn da durchstecken. Er zieht in Richtung Tor. Versucht's mit einer Herren. Oh. Schon läuft der Gegenangriff. Hier ist Jose Bilicic. Super, öffnender Pass. Jose Bilicic hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Und wieder zurück ins Zentrum. Das war enorm wichtig, oh, Scheiße. Dass er da gerade noch so angekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise nicht so gefährlich geworden. Steve Davis. Nein. Der kommt richtig lang. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Ich finde die Verteidigung schon ziemlich gut hier, die Nordirn. Und das drauf. Nein! Ganz wichtig, dass er da zur Stelle war. Der Ball, er hätte nämlich gepasst. Dann hätte er auch voll pfeifen können. Nein. Nee. Nee. Der war richtig. Es gibt eine Menge Torhüter, die diese Tore nicht gehalten hätten. Das war mein Handy. Ja. Das ist ein bisschen plump, dein Stürmer. Oh. Das ist krass. Nee. Das ist eine schlimme Form von Chancenwucher und Sie kennen die alte Fußballphrase, wenn sich das am Ende mal nicht rächt.
bekommt den Ball durch. Jetzt die Chance. Er zieht durch. Oh Mann. Ja, man braucht höchste Konzentration hier zum Dribbeln. Ne? Einfach nach vorne geschlagen. Oh. Scheiße. Ja. Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. So seine Mitspieler. Und das war's. Aha. Die Partie ist beendet. Es war eine enttäuschende Partie und die endet fast folgerichtig ohne Tore. Hansi, ja. Komm. Die Chance waren da. Zwei Mannschaften, kein Sieger. Ist das eingestellt für Lenkung oder mit der Schießen? Und damit beenden wir. Gar nichts. Gar nichts. 0-0. Fertig. Ja. 0-0. Toll. Eigentlich nicht, ne. Wie weit ist denn Erik? Scheint noch nicht da zu sein.